Moment. Wahnsinn! So? Okay. Okay, den nächsten Gegner haben wir ausgeschaltet. Das passiert jetzt bei den Jahren, jawohl. Okay. Aber ich glaube nicht, dass wir alle diesmal alle Kinder kriegen. Oh! Dank Kalibus hielten nicht einmal die steilsten Turmmauern Kutaro auf. Hey! Okay. Ja. Ach ja, kann ich auch noch rein? Gut zu wissen. Juhu! Kutaro schnitt sich durch Fahnen, Ranken und alles, was ihm vor die Schere kam. Jetzt komme ich nicht mal hoch, ja. Nein. Ja. Okay. Die Zwiebel? Okay, ich habe gerade keine Zwiebel gefunden. Da scheint ich auch ein bisschen was verpasst zu haben, würde ich mal sagen, oder? Denke ich mir mal. Nicht alle nahmen es einfach hin, dass der Mondbärenkönig an die Macht kam. Viele versuchten, den Tyrannen zu vertreiben und die Könige zurückzuholen. Ein oder zwei haben sogar überlebt. Doch die mächtigsten Streiter der Göttin fielen alle. Und ihre Mächte wurden an geheimen, gut bewachten Orten weggesperrt. Was glaubst du denn, wo die Macht der Ritter versteckt ist? Ja. Ja, so immer, den hast du da raus. Ja. Okay. Können wir da rein? Nö. Na gut. So, und Renner. Okay, dann können wir... Die Turmspitze war bewacht. Der Weber patrouillierte den rußschwarzen Himmel und zersäbelte alles, was sich bewegte. Diese Türme schützten nicht nur die Schlossmauern. Als der Mondbärenkönig sich gegen die Göttin erhob, im erbitterten letzten Gefecht, griffen sie sogar selbst an. Was? Die Türme greifen an? Okay. Ah! Mist. Huch. So weit wollte ich eigentlich nicht runter. Okay. So. Jawohl.
Okay. Der Tyrann funktionierte die Türme später in ein Gefängnis um, die er mangels Fantasie die Gefängnistürme nannte. Die besiegten Streiter der Mondgöttin wurden auf Wunsch des Königs eingekerkert, wo sie verhungern und leiden sollten. Nur ihre Rüstungen erinnerten an ihr schreckliches Schicksal. Oh, scheiße, scheiße. Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Oh, hoppa! So, und drüber, rüber, 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 rüber. Jawohl. Nein! Mist! Weil ich den noch reinkriegen wollte. So. Genau. So. Was da? Okay. 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 Upp. Na komm. Ah, jetzt aber. Nein, nein, nein. Ah! Mist, den glaube ich nicht mal gekriegt. Ja. Da, 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 da. Hoppa. Okay. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Von der Macht des dunklen Siegels seines Herrn zählend wuchs der Weber zu grotesker Größe. Kutaro wusste, er musste die Angst schlucken, vortreten und den Kopf bewahren. Sieh an, sieht aus, als wäre der Bauer zum Ritter geworden. Wieso nehmen all deine Probleme äußerste Ausmaße an? Ah! Er mag groß sein, aber es sind nur Nähte. Eins, zwei Schnitte dürften reichen. Okay. So. Ja. Aber den schon besiegt? Oh, du hast einen Riss in der Rüstung gefunden. Da kannst du sicher durchschneiden. Siehst du? Sag ich ja. Moment.
Typisch dein Glück. Ah! Mist. Okay. So. Juhu. Okay. Aha. Ja, komm. Den Hals habe ich jetzt noch nicht erwischt. Okay. Na komm. Okay. Jawohl. Okay. Ich hoffe jetzt, das schaffe ich jetzt noch. Und ja, komm, jawohl, jetzt war was. Schaffmat, schnell, schneide die Seelen los. Ah, krieg ich mich nicht mal hoch. Ah, Mist. Ah, Mist. Hab ich gar nicht gekriegt. Ja, da hat mir jetzt keinen Angriff mehr. Komm. Halt. So. Jawohl, gut gemacht. Jawohl. Als sein widerlicher Widersacher besiegt war, erschien ein alter, zerkratzter Schild. Fokutaro, könnte dies die Macht sein, nach der er suchte? Ich will doch noch nicht rein. Nein. Ach, ich wollte noch nicht rein. Tiger! Mach schnell, du Narr! Er sucht den Schild des Ritters! Wie kann er bloß wissen, dass er dort ist? Halt ihn auf! Wenn Kotaro mit Schild oder Sonnenprinzessin entkommt, das brülle ich dir. Reiße ich dir diesen Mondstein direkt aus deinem Maul! Wenn ich den Schwachkopf finde, der den Ritter erwähnt hat. Oh?
Mit Kalibrus Hilfe konnte Kutaro die Bedrohung besiegen und die Seelen weniger glücklicher retten. Gut gemacht, Kutaro! Die von ihm befreiten Seelen kehren heim. Jawohl, insgesamt haben wir also jetzt 68. Ich glaube, da haben wir schon noch welche verpasst. Kutaro hat im Turm einen alten Schild entdeckt, aber Tiger war schneller. Wo sind die Kräfte des Ritters? Und wer ist die eingesperrte Prinzessin? Und wird Kutaro lebend aus dem schwarzen Schloss herauskommen? Das und mehr erfahren wir in Szene 3. Und zwar auch in der nächsten Aufnahme. Ich möchte mich für diese Aufnahme jetzt gucken wir nochmal Szene 2 an. Kutaro hat Kalibrus erhalten, die legendäre magische Schere. Aber bevor er an der gestrichelten Linie des Schicksals entlangschneiden darf, muss er dem Zorn des tyrannischen Mondbärenkönigs entfliehen. Jawohl. In Szene 2 haben wir jetzt einen Kopf von 2 gefunden und gerettete Seelen 42 von 49. Ja, wie gesagt, haben wir da noch welche verpasst. Okay, gehen wir zurück. Und Szene 3, da müssen wir 4 Köpfe finden, 11 Seelen retten und Bonus. Kutaro hat im Turm einen alten Schild entdeckt, aber... Okay, Kopfsammlung, haben wir einen Kopf gefunden. Ja komm, zeig an, genau. So, da haben wir den, zu finden in 8.1, Szene 2, jawohl, erstecke den großen Keim im Keim und schon keimt ein kleiner Keim noch. Gut, den haben wir nicht gefunden. Dafür haben wir aber das Kopfgeheimnis gefunden. Die Eisenkugel gefunden. Und zwar die Waffe eines tapferen Kriegers, der dem Mondbärenkönig trotzte. Ikla um Ikla erlag dem mächtigen Stachel in der gefürchteten Schwarzkugel. Doch dann warf der namenlose Held sie auf einen Weber und bekam sie ins Gesicht. Seitdem heißt sie Schwarzkugel und niemand wagt es mehr, sie zu berühren. Und die Kopfaktion ist folgende. Genau. Okay, wir gucken mal ja nach den Heldenköpfen, und zwar der erste. Ah ja, finden wir in Szene 1, Akt 1, Szene 3. Die Macht eines Streiters liegt gefangen im schwarzen Schloss des Mondbergkönigs. Befreie sie und Kutaro erhält mächtige neue Abwehrmöglichkeiten. Ja, da bin ich schon mal gespannt drauf. Okay. Die Bonusstätenschritt mal natürlich auch nicht gefunden, weil wir die dementsprechend die Köpfe nicht hatten. Aber gut, weil da kann man nichts machen. Okay, Akt 1. Jawohl, und damit. Tschüss, bis zur nächsten Aufnahme. Euer. Nein,